mach mal wieder so, das ist eine gute Geste, ja. Kunst. Kunst und Forschung. Die einzige Frage, die ich immer kriege, was macht ihr mit einer Kunsthochschule? Es gab Leute, die gesagt haben, was wollt ihr denn mit Naturwissenschaftlern? Wir sind eine Kunsthochschule. Es geht um nichts weniger als die Identität und die Differenz von Wissenschaft und Kunst. Das Oberflächenwasser, das warme Oberflächenwasser nicht mehr vor Asien und Indonesien ist. 10 Jahre Zusammenarbeit zwischen der Christian-Albrecht-Universität, der Mothesius-Kunsthochschule, dem GEOMA, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und dem Institut für Weltwirtschaft hat uns zusammengebracht in den Kieler Meereswissenschaften. Echte Zusammenarbeit nimmt das Nebeneinanderliegende auf und verwebt es zu einem Netz. Erst so kann ein neues Denken entstehen und nur so lassen sich die Schätze des Meeres auch heben. Wir haben gelernt voneinander. Wir haben neue Kommunikationsformen mit euch erarbeitet. Die Besonderheit dieser Zusammenarbeit, die sich in diesem Buch zeigt, ist zunächst einmal formal ganz schlicht die, dass es diese Kooperation überhaupt gibt. Und ich glaube, wir haben über die 10 Jahre gezeigt, dass eben Forschung und Kunst produktiv sein kann. Für uns war es eine Reflexionsarbeit, um selber nachzudenken, was haben wir eigentlich in diesen 10 Jahren getan. Der Erfolg ist eben nicht nur das Buch Sensing the Ocean, sondern der Erfolg ist eben auch, dass wir 10 Jahre gemeinsame Wege begangen sind, in vielen Bereichen erfolgreich waren und dass wir vielleicht am heutigen Abend begehen können, dass wir so viele gemeinsame, tolle Forschung gemacht haben und dass wir begehen können, dass diese gemeinsame Forschung auch eine gemeinsame Zukunft hat.